Ich habe jetzt über 3 Monate lang ein eigenes Notizprogramm geschrieben. In diesem Video geht es darum, wie ich das gemacht habe. Aber davor stellt sich, glaube ich, die Frage, warum ich das überhaupt gemacht habe. Als Student habe ich an mein Notizprogramm 2 Anforderungen. Es braucht Handschriftsupport und eine einfache Cloud-Synchronisation. Und es gibt genau ein Windows-Programm, das beides erfüllt. Microsoft OneNote. Also es ist wirklich das einzige. Ich habe gesucht, ich habe kein anderes gefunden, was das erfüllt. Und das wäre jetzt auch für mich nicht weiter ein Problem, wenn OneNote nicht zufällig mit Grafiktablets nahezu unbenutzbar wäre. Also beide Versionen, sowohl die normale als auch die Windows 10 Version. Warum das normale OneNote für mich keine Option ist, sollte hier eigentlich klar werden. Wähle ich doch einfach wieder meinen Favoritenstift hier aus, ihn hier. Ach so, irgendwas anderes wird ja wohl noch gehen. Hier, nein. Da, nein. Kann nirgendwo mehr hängen drüben. ETF. Und wenn ich jetzt den Anspruch hätte, wenn ich jetzt keine Maus hätte, dann würde ich hier nicht mehr rauskommen. So, wenn ich jetzt OneNote nochmal starte, nochmal neu starte, jetzt kann ich wieder den Stift auswählen, das ist auch gut. Aber sobald ich irgendwas machen will, auch ich lasse so aus, weil das macht's auch kaputt. So, ist einfach kaputt jetzt. Kann nichts mehr machen. Neben diesen Bugs finde ich das Overlay auch noch wirklich schrecklich gelöst, weil es den halben Bildschirm einnimmt. Man kann es zwar einklappen, aber dann kommt man halt ohne Shortcuts an nichts mehr ran. Und wichtige Funktionen wie die Lasso-Auswahl haben lustige Shortcuts wie Alt plus H plus 5. Die Windows 10 Edition hat viele dieser Probleme nicht, vor allem sieht sie meiner Meinung nach viel besser aus. Aber es ist leider auch nicht alles perfekt, denn viele Funktionen sind halt einfach nur ordentlich mit Touch-Gesten erreichbar, weil es halt für diese Microsoft Surface-Tablets gemacht ist, aber mein Grafiktablet bzw. meine Grafiktablets sind halt einfach kein Touchscreen. Und naja, dazu kommt noch, dass ich eh kein besonderer Fan des Infinite Canvas-Prinzips bin. Ich habe lieber die guten alten DIN A4-Seiten, mir fällt es da irgendwie leichter, Ordnung zu halten. Ich war also frustriert. So frustriert, dass ich mir dachte, so schwer kann es doch eigentlich nicht sein, eine vernünftig funktionierende Notiz-App zu basteln. Warum schreibe ich die nicht einfach selber? Schritt 1. Als erstes war es natürlich am wichtigsten, sich einen schmissigen Namen für das Projekt auszudenken. Und ich brauchte nicht lange, um auf dieses kreative Meisterwerk zu stoßen. TwoNote. Dieser Name drückt für mich perfekt aus, worum es sich bei TwoNote handeln soll. Eine Software wie OneNote nur in jeglicher Hinsicht überlegen. Mit diesem Namen steht wohl auch schon fest, dass TwoNote niemals zum Kauf erhältlich sein wird, außer ich bekomme mal Lust, mich mit Microsofts Anwälten anzulegen. Schritt 2 war es, eine coole Notion-Page zu erstellen mit Plänen zu Features und deren technischer Umsetzung. Der grundlegende Plan war folgender. Wenn der Nutzer mit dem Stift auf den Bildschirm malt, messen wir möglichst oft seine Position und den Druck, den er gerade ausübt. Dann zeichnen wir von Punkt zu Punkt eine Linie, jeweils mit der Dicke des ersten Punkts. Anstatt jetzt aber dieses Pixelbild der Linie zu speichern, speichern wir nur die Messpunkte. Aus denen kann man dann die Linie immer wieder nachzeichnen. Das sorgt für eine deutlich höhere Flexibilität. Zum Beispiel können wir dadurch besser zoomen, die Linie glätten und auch die Auswahl wird einfacher. Schritt 3 Technik. Naja, und jetzt kam der anstrengende Part, die technische Umsetzung. Von allen coolen Programmiersprachen entschied ich mich nach langem Überlegen für die einzige, die ich so halbwegs kann, und zwar Java. Mir war schon bewusst, dass für die Performance des Programms jetzt damit nicht unbedingt der beste Grundstein gelegt war, aber auf der anderen Seite hatte ich Zweifel, dass ein so simples Programm irgendwelche Performance-Probleme machen könnte. Außerdem muss man Java einfach lassen, dass es durch die vielen Libraries einfach unfassbar vielseitig ist und so langsam ist es jetzt auch nicht. Stichwort Libraries. Eins der wichtigsten Bauteile von TwoNote ist das JPEN-Framework, das den Stift-Support möglich macht. Wurde zwar seit 2015 nicht mehr aktualisiert, aber funktioniert doch immer noch relativ zuverlässig, auch auf Windows 11. Damit habe ich dann auch meine ersten Tests gemacht und war sehr zufrieden. Die Reise konnte also beginnen. Schritt 4. Ich habe jetzt also angefangen, nach und nach Features nach absteigender Wichtigkeit zu implementieren. Den Anfang hat das Speichern gemacht, nachvollziehbarerweise glaube ich. Im Moment wurden die Striche nämlich nur in Java-Objekten gespeichert, die wieder verschwinden, wenn man das Programm ausmacht. Ich musste also irgendwie eine Möglichkeit finden, meine Striche auf die Festplatte zu schreiben, und das einfachste war da für mich Serialization. Serialization heißt, man verwandelt die Objekte in einen Text, aus dem man sie später wieder nachbauen kann. Diesen Text kann man dann einfach in eine Datei schreiben. Ein kleines Problem dabei war nur, dass die Serialization sehr ineffizient ist, also viel Speicherplatz verbraucht, weil zu jedem Objekt nochmal sau viele Meta-Infos gespeichert werden, die eigentlich gar nicht notwendig wären.
Um da ein bisschen entgegenzuwirken, habe ich die Objektdatei noch komprimieren lassen, bevor ich sie in die Datei schreibe, wodurch sich die Dateigröße nochmal um etwa die Hälfte reduziert hat. Die nächste Frage war dann, wann ich speichern will. Und eigentlich war es für mich gar keine Frage, dass das Programm automatisch speichern muss. Ich bin wirklich genug geschädigt von verlorenen Speicherständen. Und deshalb ist es mit TwoNote praktisch unmöglich, auch nur mehr als eine einzelne Linie zu verlieren, weil wirklich nach jeder Linie die Seite einmal gespeichert wird. Ich weiß, nicht unbedingt effizient, aber dafür konsequent. Aber damit war das Thema Speichern noch nicht ganz beendet. Denn was mir ja von Anfang an sehr wichtig war, war eine reibungslose Cloud-Synchronisation, wie bei OneNote. Meine extrem geniale Lösung dafür war einfach, die Speicherdateien in Google Drive zu lagern, und damit war das Thema dann auch erstmal erledigt. Ein weiteres essentielles Feature war es für mich, mehrere Seiten einfügen zu können. Dazu sollte man diese Seiten auch noch reibungslos hoch und runter scrollen können, so ähnlich wie in einem Word-Dokument. Seiten einfügen war relativ schnell erledigt, was viel schwieriger war, war angenehmes Scrollen zu implementieren. Genauer gesagt wollte ich so ein kurzes Weiterrollen, wenn man die Seite genügend beschleunigt hat. Trotzdem sollte das Programm aber weiterhin auf neue Eingaben reagieren können. Daher war es Zeit für eine neue Klasse Animation Manager, die bis heute auch nur diesen einen Zweck hat. Jedes Mal, wenn man aufhört, eine Seite zu beschleunigen, wird ein neuer Thread gestartet, der im Hintergrund die Seite noch etwas weiter bewegt. Mehr ist es nicht. Unverzichtbar sind natürlich auch verschiedene Stiftfarben. Ich habe mir einfach mal erstmal meine drei Go-To-Farben implementiert. Falls jemand fragt, warum genau die und nicht irgendwelche etwas geschmackvolleren Farben, erstmal fick dich und das sind einfach mein Füller und die zwei Stabilos, die ich immer noch dabei hatte. Support für mehr Farben ist geplant, aber bis jetzt hatte ich einfach noch nicht die Notwendigkeit dafür gespürt. Die Stiftgröße kann man auch anpassen, je nach Schriftstil ist das, glaube ich, ganz hilfreich, aber ich bleibe irgendwie immer bei 7. In jedem guten Notizprogramm kann man Teile seiner Arbeit auswählen und sie dann verschieben oder so. Und das funktioniert bei TwoNote folgendermaßen. Jeder Strich hat eine rechteckige Hitbox. Genauso hat auch jeder Ausfall eine rechteckige Hitbox. Mit Hilfe einfachster Mathematik können wir jetzt checken, welche Striche potenziell in der Auswahl liegen könnten. Diese Vorauswahl ist sehr wichtig, weil der nächste Schritt ziemlich arbeitsintensiv ist. Wir konvertieren jetzt nämlich erstmal die Auswahl in eine Bitmap und checken dann für jeden Strich einzeln, ob einer seiner Punkte innerhalb dieser Bitmap liegt. Alle Striche, für die das zutrifft, sind dann Teil unserer Auswahl und werden mit so einem schönen roten Rechteck umrandet. Das geht vielleicht auch noch schöner. Jedenfalls, auf die Free Selection bin ich tatsächlich echt stolz, weil sie einfach funktioniert. Weil die Selection sonst sinnfrei wäre, habe ich dieses handliche Selection Control Menü hinzugefügt, in dem man auswählen kann, ob man die Auswahl verschieben, löschen oder ausschneiden möchte. Wenn man sich für Ausschneiden entscheidet, wird die Auswahl praktisch in die Zwischenablage gespeichert. Dann erscheint oben so ein Einfügen-Knopf, mit dem man die Auswahl auf einer beliebigen Seite wieder einfügen kann. Ich empfehle nur, dazwischen nicht den Zoom zu verändern, weil sonst, naja, über den Zoom müssen wir eh nochmal reden. Aber nicht jetzt, denn jetzt ist erstmal Zeit, über den Radierer zu reden, welcher vom Prinzip her sehr ähnlich funktioniert wie die Selection. Es wird einfach immer wieder ein kleines Quadrat ausgewählt und diese Auswahl wird dann sofort gelöscht. Dadurch bringt der Radierer auch nicht wirklich neue Funktionalität. Er ist vor allem gut, wenn man kleinere Fehler gemacht hat und dann nicht immer umständlich eine Auswahl machen will. So kann man einfach den Fehler sofort wegradieren. Noch eine Möglichkeit, Fehler ungeschehen zu machen und einer meiner Lieblingsknöpfe bei diversen Programmen ist der Rückgängig-Knopf. Und Must-Have-Feature für einen guten Rückgängig-Knopf ist auf jeden Fall, dass man ihn unendlich oft drücken kann, um auch die sehr großen Fehler ungeschehen machen zu können. Um das gewährleisten zu können, musste die History ins Leben gerufen werden. Praktisch ein Stapel, wo jede getätigte Aktion draufgelegt wird. Immer wenn Undo gedrückt wird, wird das oberste Element des Stapels gelesen, die Aktion wird rückgängig gemacht und das Element wird gelöscht. Wenn dann alle Fehler fertig gelöscht sind, will man das Dokument vielleicht auch mal an andere Leute verschicken. Für die Uni braucht man da immer mal wieder PDF-Exports und genau das macht dieser Knopf. Der einzige Grund, warum es auch JPEG-Exports gibt, ist, dass das viel einfacher zu implementieren war und ich mich lange einfach gedrückt habe, diesen PDF-Export zu machen, weil da braucht man auch eine Library und so. Die restlichen Features zeige ich euch jetzt einfach mal so. Da haben wir zum Beispiel hier dieses Linienwerkzeug, mit dem man einfach perfekte gerade Linien malen kann. Ist häufig ziemlich cool für Koordinatensysteme oder so. Dann, falls man die Seite mal verschoben hat, man will sie wieder genau zurück in die Mitte bekommen, aber kriegt es natürlich nicht hin so mit der Hand, kann man diesen Mit-Knopf drücken, damit die Seite wieder genau in die Mitte geht. Und zu guter Letzt haben wir hier noch diesen Debug-Knopf.
Der hat für den normalen Nutzer eigentlich keinen Sinn, aber da kann ich mir praktisch drauflegen, was ich will. Das ist einfach nur für die Entwicklung manchmal ganz wichtig. Im Moment werden einfach nur die Koordinaten des Cursors angezeigt. Achso, und fast vergessen hätte ich jetzt noch die Annotations. Wenn man sich jetzt nämlich hier höchst professionell ein Dokument vorbereitet und man möchte einfach daneben noch irgendwie was daneben kritzeln, irgendwelche Gedanken, dann kann man das Dokument einfach zur Seite schieben und sich jetzt hier an den Rand noch beliebig viel schreiben. Man muss sagen tatsächlich, dass hier geht nach dem Infinite Canvas Prinzip, das heißt, ich kann wirklich hier, ich kann rauszoomen, wie ich will, und ich kann ganz hinten noch was hinschreiben und es wird auch dort gespeichert bleiben. Also hier hat man auf jeden Fall noch unendlich viel Platz für Notizen. Dann sind wir doch eigentlich schon fertig, können wir mit dem nächsten Schritt weitermachen. Okay, sind wir nicht. Wir müssen noch über den Zoom reden. Der Zoom war und ist wirklich mein Kryptonit, weil er einfach die ganze Zeit unfassbare Performance-Probleme gemacht hat. Also er hat halt übel gelaggt. Und ja, so viel zum Thema Performance spielt keine Rolle. Das Problem war, dass jedes Mal, wenn die Seite auch nur 5% rangezoomt wird, alle Striche auf dieser Seite einmal neu gezeichnet werden mussten. Da dieses Zeichnen auch schon nicht besonders effizient ist, war es damit das Zoomen auch erst recht nicht. Meine clevere Lösung für dieses Problem war es, die Striche, anstatt sie jedes Mal neu zu zeichnen, als Pixelgrafik zwischenzuspeichern, weil man diese dann ja einfach skalieren kann. Dadurch wird das Bild während des Zoomens dann ein wenig pixelig, aber ich glaube, das ist verkraftbar. Leider müsste ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass der Zoom jetzt einwandfrei, komplett ohne Bugs funktioniert. Genauso wie ich auch lügen müsste, wenn ich sagen würde, dass das ganze Programm jetzt einwandfrei ohne Bugs funktioniert. Damit kommen wir zu Schritt 5. An der einen oder anderen Stelle ist es ja schon durchgeklungen, ich habe schon sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, so viele Bugs wie möglich zu fixen, aber gefühlt kommt mit jedem Fehler, den man behebt, wieder ein neuer dazu. Der Radiergummi zum Beispiel funktioniert nicht mehr richtig, wenn man zwischen zwei Seiten ist oder versucht, gerade Linien wegzuradieren. An sich hätte ich hier eine ganze Liste mit Problemen in der Art, mit denen man sich noch beschäftigen müsste, aber machen wir lieber mal weiter mit Schritt 6. Was hat mir dieses ganze Projekt denn überhaupt gebracht? Naja, praktisch nachdem das Speichern gut geklappt hat, habe ich schon angefangen, viele meiner Notizen für die Uni mit ToNote zu machen. Am Anfang war das noch etwas frustrierend mit fehlenden Features und vielen Bugs, aber es hat mich natürlich auch motiviert, weiterzuarbeiten und Bugs zu fixen und neue Features einzufügen. Ich würde mir tatsächlich herausnehmen zu sagen, dass es für mich jetzt schon alternativlos ist, auch wenn es noch natürlich weit weg von perfekt ist. Es gibt noch sau viele Dinge, die ich ändern würde, beziehungsweise Funktionen, die ich noch einbauen will. Ich bin mir ehrlich nicht sicher, wie es mit ToNote weitergehen wird. Privat werde ich es auf jeden Fall weiter nutzen, aber wie es mit einer Veröffentlichung aussieht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Damit ich euch ToNote gewissenhaft ans Herz legen kann, müssten einfach noch ein paar grundlegende Änderungen passieren, die auch einfach verdammt viel Arbeit wären. Also mal schauen. Schreibt mir auf jeden Fall mal, ob ihr Interesse an ToNote hättet oder auch, ob ihr diesen Typ Video cool fandet. Und ich denke, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!